Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, das Wetter heute wesentlich besser, wie ich es eigentlich erwartet habe. Die Sonne scheint, ja, es hat minus 1, minus 2 Grad so. Aber ihr seht ja, die Sonne scheint, das heißt, es wird warm. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal eine kleine Sonntagstour. Ich möchte heute mal das Diesimer Tal runterfahren, an Neckar. Und ja, ein Stück am Neckar entlang. Dann mal schauen, wahrscheinlich das Glattal wieder zurück. Und mal gucken, ob ich unterwegs ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Ich habe die Hexe hier hinten drin. Ja, deswegen ist auch diese Tasche immer dran. Fragen sich immer viele, wieso ich die linke Tasche dran habe, weil an meiner linken Tasche ist einfach die Tasche für die Hexe hinten dran. Und die rechte Tasche, da ist zwar auch so eine Außentasche dran, aber die ist kleiner. Da passt die Hexe nicht rein. Deswegen habe ich immer die linke Tasche dabei. So. Ist auch mal geklärt, ich könnte es auch mal umhängen, aber irgendwie, ja, es geht auch so. Und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht lang rum, ziehen die warmen Handschuhe an, wie immer, und fahren los. Ja, wo wir gerade dabei sind, viele haben schon gefragt, wie viel ich denn mit dem Fatbike inzwischen gefahren bin. Hier sieht man es, 3704 Kilometer. Und dann wollen auch viele wissen, wie man hier den Tageskilometerzähler auf Null stellt. Zeige ich euch mal kurz. Also wir müssen hier erstmal Plus und Minus gleichzeitig drücken. Und dann kommt das hier. Und dann müssen wir einmal auf Minus. Und dann steht das hier dran. Und dann einmal lang auf I. Und dann startet das Ganze neu. Und jetzt gehen wir wieder auf I und dann haben wir hier 0. Nur für die, die es interessiert. Und aufzeichnen werden wir die Tour auch mal wieder. So, hier sind wir zu Hause und hier wird das Training gestartet. Und los geht's. Ich habe hier am E-Bike zwar keine Klickpedale dran, aber trotzdem mal meine neuen Winterbike-Schuhe an. Einfach zum Sehen, ob das auch ohne die Klickpedale geht oder ob man da irgendwie hängen bleibt oder ob das stört. Aber bisher muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Ja, die Schuhe sind gerade arg dreckig. Ich bin letzte Woche ein paar Mal gefahren mit den Schuhen und die Waldwege waren halt schon arg nass und der Dreck ist arg hochgespritzt. Dementsprechend sehen sie jetzt halt aus, aber ich will ja zu keiner Party gerade oder so. Insofern kein Thema. Wird niemand jucken hier auf meiner Strecke. Ich werde auch nicht allzu viel Menschen begegnen, denke ich mal. Ich bin wirklich absolut verwundert über das Wetter heute. Es war also wirklich Nebel angesagt und ja, eher Nebel, regnerisch. Und heute Morgen schaue ich zum Fenster raus und dann sehe ich, wie die Sonne aufgeht. Also unglaublich. Da habe ich gedacht, ja, dann holst du halt doch mal das Radl raus und machst noch eine schöne Tour. Warm anziehen und los geht's. Aber ich vermute, wenn ich runterkomme dann ins Tal, dann werde ich dem Nebel auch wieder begegnen. Ich denke mal, nur hier oben auf der Höhe scheint so schön die Sonne. Wenn du dann 200 Meter runterkommst, wirst du im Nebel stehen. Aber ich bin gespannt. Ich werde es erleben heute noch. Und für alle, die es nicht glauben, es ist wirklich noch bitterkalt hier. Man sieht es hier im Schatten am Gras. Ja. Aber wenn man sich warm anzieht, ist es kein Problem heute zu fahren.
und meine Füße sind auch noch warm. Ich hoffe mal, dass das dann am Neckar unten auch noch so ist. So, jetzt fahren wir erstmal durch den Wald in Richtung Hallwangen. In der kalten Jahreszeit finde ich das Pedelec, das E-Bike, noch besser, weil man kann sich wirklich richtig fett warm anziehen und kommt dann trotzdem nicht ins Schwitzen, weil man schön das anpassen kann, den Berg hoch, dass man nicht so arg schnaufen muss, nicht so arg schwitzen muss und dementsprechend auch nicht nass geschwitzt ist. Also ich fahre jetzt im Winter fahre ich eigentlich noch lieber mit dem Pedelec wie im Sommer. Weil ich im Sommer grundsätzlich lieber fahre, egal mit was. Und die Bilder hier sprechen für sich. Das sieht man nur in dieser Jahreszeit. Oder fast nur. Ich fahre gerade aus Hallwangen raus und irgendwie hat der Nebel mich hier schon ein bisschen eingeholt. Da täte ich doch mal sagen, das wäre doch mal ein Einsatz für die Hexe. Mal schauen, was da los ist von oben. Ha? Hier sieht man Richtung Freudenstadt. Ja, da hinten sieht man auch Nebel. Aber das ist macht gerade so zu hier. Ja, ich werde mal da bei den Strohballen hingehen oder Heuballen oder was auch immer das ist. Silage, nee, das kann es nicht sein. Ach, irgendwas halt. Ist ja egal. Und dann werde ich mal die Hexe hochlassen. Oder hier am Bänkle. Sieht auch gut aus. He? Ja, ein bisschen windig ist es auch. Ich werde es mal probieren. Da habe ich mal wieder kalte Finger bekommen und von oben hat es verdammt so ausgesehen, als ob ich bald im Nebel stehe. Ja, wie gesagt, ich will ja runter ins Glattal, ja auch, aber zuerst ins Neckartal. Diesemertal ist das erste, dann kommt Neckartal, dann Glattal wieder hoch. Und wie es aussieht, ja, unten, weiter unten hat es schon Nebel, massiv Nebel. Ich bin gespannt. Aber ich bin ja drauf vorbereitet, somit kein Problem. Ich freue mich drauf. Da sieht man es, glaube ich, klar und deutlich, auf was ich mich eingelassen habe. In diese Richtung muss ich.
Ja, so Sonne und Nebel so gemeinsam, es hat schon was sehr Mystisches. Schaut mal da oben, blauer Himmel, und ich fahre hier richtig in die Nebelwand rein. Ja, das sieht hier gerade so klasse aus. Ich bin gerade mal 2-3 Kilometer weitergekommen, wenn überhaupt. Aber ich lasse hier nochmal die Hexe hoch. Solange ich hier auf der Höhe oben bin, unten im Tal im Nebel, wird es nichts mehr bringen. Aber das sieht gerade echt so klasse aus. Das halte ich noch fest hier. Sieht schon klasse aus, die Welt von oben, aber ich bin unten im Nebel. Ich werde jetzt noch meinen Nebelscheinwerfer einschalten und diesem Portal nach unten schießen. Naja, gemütlich fahren, weil ich weiß auch nicht, ob es glatt ist. Wie gesagt, es ist doch schon um die 0 Grad oder Richtung Minus hier im Nebel. Insofern Licht einschalten und vernünftig fahren. Ich habe keine Spikes, aber breite Reifen, vielleicht hilft das vorm Eis. Aber ich hoffe mal, dass nicht so arg viel Eis hat. Schopfloch liegt hier auch schön im Nebel. Da brauche ich also keine Hoffnung haben, dass ich das Tal runterfahre und da wird es sonnig. Eher nicht, aber egal. Unter diesem Tal geht's jetzt. Sieht schon extrem winterlich aus, so langsam, kann ich euch sagen. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis der erste Schnee kommt. Es riecht schon ein bisschen danach hier. Und es war ja klar, der ganze Tag kommt kein Zug hier. Und wenn ich hier runterkomme, gehen die Schranken zu. Ja, klasse. Dann warten wir halt. Oh, ich höre schon was. Oder sind das meine Bremsen? Okay, Zug kommt schon, ich höre ihn schon, gleich geht's weiter. So, mach aufs Loch, ich will weiter. Dankeschön und weiter geht's. Diesem Tal jetzt, und ich kann euch sagen, so eine Abfahrt, extrem
erfrischend. Extrem erfrischend, ja. Muss man sagen. Diesen bin ich jetzt hier und Diesen hat nicht nur so eine schöne Kirche, sondern da oben ist, glaube ich, auch noch eine Burgruine. Da war ich ehrlich gesagt noch nie oben und da werde ich jetzt das erste Mal hochfahren. Burgruine Hohen Diesen. Oh je, da geht's hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird eng werden. Ja, da ging's ganz schön hoch, ich sag's euch. Ich bin jetzt fast oben. Ja, ich denke mal, der Rest lasse ich jetzt noch die Hexe machen. Die hat noch ein bisschen Akku. Soll die mal da hochgucken. Ha? Ist eh nichts los gerade. Die Burg ist jetzt abgehakt für mich. Ich bin wieder auf der Landstraße. Es geht weiter Richtung Dettingen. Und Dettingen liegt am Neckar. Das heißt, dann bin ich am Neckar und fahre den Neckar flussaufwärts, bis die Glatt in der Neckar mündet. Ich bin in Dettingen am Neckar und somit am Neckartalradweg. Und den fahre ich jetzt ein Stückle in Richtung Fischingen, aber so weit muss ich gar nicht. Und Nebel hat es hier gar nicht so im Neckartal, wie ich vermutet habe. Aber leider auch keine Sonne. Denn der Nebel ist höher und lässt die Sonne nicht durch. Aber hier unten hat man freie Sicht. Passt. Hier links neben mir, also der Neckar, auch wenn man jetzt nicht arg viel davon sieht. Ich wollte es euch nur mal zeigen, dass wir hier auch wirklich am Neckar sind. Und wie gesagt, ich fahre nicht weit am Neckar und dann geht schon wieder rechts die Glatt hoch. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt fahren wir ein bisschen nach oben und dann sehen wir auch mal runter zum Neckar, genau. So, jetzt sieht man mal gleich ein bisschen was vom Neckar hier. Passt doch. Das hier ist jetzt schon nicht mehr der Neckar, sondern die Glatt fließt jetzt in den Neckar rein. Ich muss hier über die Brücke, dann geht es rechts ein bisschen der Berg hoch hier und dann folgen wir der Glatt bis nach Aach wieder, genau. Ganz da vorne ein Fischreiher. Der steht da und wartet, bis ein Fisch vorbeifließt oder vorbeischwimmt und dann schnappt er zu. Und ich bin ganz schön weit weg, ich habe den nämlich ziemlich hergezoomt hier. So weit ist das weg hier. Schaut mal, da vorne scheint die Sonne. Bin mal gespannt, ob ich heute auch wieder in die Sonne komme, wenn ich bergauf fahre, oder ob es dann da oben auch duster ist.
Er wird sich zeigen. Das nächste, wo ich jetzt auf alle Fälle durchkomme, ist Glatt mit dem Wasserschloss in Glatt. Da werden wir jetzt gleich vorbeikommen. Hier ein ganz kurzer Blick aufs Wasserschloss. Habe ich ja schon oft gezeigt. Steht schön im Wasser. Und ja, wer sonntags hier vorbeikommt, man kann da hinten in der Scheune, oder wie das heißt, kann man auch gut Kuchen essen. Richtig schöne, gute Kuchen. Habe ich mir sagen lassen und habe es auch schon probiert. Aber mir wäre jetzt gerade mehr nach was Herzhaften und nicht nach dem Kuchen. Ja, ich hätte eigentlich meinen Trangia dabei und auch so ein paar Rostbratwürstle, wo mir der Horst vorbeibracht hat. Bloß habe ich bisher noch keine Lust, alles auszupacken. Aber vielleicht wird es ja noch. Mal schauen. Ein Hüngerle hätte ich so langsam, an dem fehlt es nicht. Ja, inzwischen habe ich 36, knapp 37 Kilometer. Ja, bin sehr gemütlich unterwegs, wie immer. Dementsprechend ist der Akku auch noch relativ voll. Und das Wetter hat sich wirklich grundlegend gebessert, muss ich sagen, jetzt hier. Hätte ich nicht erwartet, dass ich hier im Tal doch noch so blauen Himmel sehe heute. Ich bin jetzt hier in Hopfau, da ist das Blattwerk und da vorne ist Hüttle, aber das hat wohl zu. Mal schauen, ja, das sieht zu aus, denn da gibt es Getränke. Ich habe nämlich meine Getränke vergessen, aber das Hüttle hat zu, oder? Ne, Hüttle ist offen. Schauen wir mal, ob wir da was zum Trinken finden. So sieht es hier aus im Hüttle. Aber hier gibt es Radler und 0,0 und Weizen 0,0 und alles 0,0. Und danach ist mir bekanntlich nicht. Da habe ich es nicht so arg damit. Und deswegen werde ich weitergehen. Aber ist ja verständlich, ist ja alles offen hier und für Kinder zugänglich. Insofern sollte da auch kein Bier stehen. Und ich fahre weiter. Upsa, Kehrschaufel. Na, würde ich sagen, fahren wir weiter der Sonne entgegen. Vielleicht finde ich ja ein sonniges Plätzchen für mein Essen. Wenn nicht, mache ich es daheim. Ja, schauen wir. Schauen wir mal, genau wie immer. Und auch wenn das hier wahrscheinlich im Video wunderbar sonnig aussieht vielleicht, es ist wirklich immer noch bärig kalt, da wo ich gerade fahre. Irgendwie sehe ich immer nur die Sonne, aber komme nicht rein. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt auch endlich mal auf der Sonnenseite des Lebens und da vorne am Sportplatz. Ich denke mal, da finde ich ein Plätzchen, wo ich mein Essen zubereite. Oder vielleicht ein Stückchen weiter vorne da zu Kreuze, vielleicht da ein Bänkle. Ja, ich schau mal. Auf alle Fälle habe ich jetzt einen richtigen Hunger mal. Ja, das sieht doch nicht ganz schlecht aus hier. Ich stehe in der Sonne. Hier hat so ein kleines Steinbänkchen. Muss ich halt meine Handschuhe drauflegen, sonst kriege ich ein kaltes Hinterteil. Aber ich denke, so geht's. Da werde ich jetzt meinen Trangia aufbauen, ein paar Würstle braten, Weckle aufschneiden, Würstle draufschmeißen und essen. Ich habe Hunger. Ich hoffe mal, dass mein Spiritus bei der Kälte gleich anbrennt. Wenn nicht, brauche ich Stöckle. Oh, sieht schon mal ganz gut aus. Es wird warm. Okay, dann legen wir los. Ja, die sind ein bisschen größer wie die, die man so eingepackt kaufen kann. Da freue ich mich jetzt drauf. Ja, Sabine war heute Morgen nur beim Bäcker.
hat Frühstück geholt. Da ist auch noch was übrig geblieben. Passt heute alles wieder. Läuft alles geradeaus. Selber muss ich gar nichts besorgen. Ja, Bier hätte ich besorgen sollen, aber egal. Geht auch mal ohne Bier. Trinkt mal Wasser dazu. Ist auch gut. Besser wie alkoholfreies Bier. Da trinke ich ehrlich gesagt lieber Wasser. Aber jeder wie er mag. Okay. So, langsam brennt das Ding hier richtig los. Weil der Weg hier mehr oder weniger da vorne nach der Brücke endet, an der Straße, und kein Wanderweg weitergeht, ist man hier doch recht einsam und allein. Und es freut mich, gerade zum Essen, wenn man hier kocht und so, ist ja nicht so angenehm, wenn dann Haufen Wanderer, Spaziergänger vorbeilaufen und einem hier dauernd in den Topf reingucken und denken, was macht der Spinner da? Ist das so natürlich schon viel angenehmer, so ein bisschen abgelegen hier. Passt. Ja, ich würde sagen, die ersten drei kann ich verhaften hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, super. Und bei so einem Essen hier grüßt man natürlich der Dirk. Ist ja sein Spezialgericht hier. Die Schweinerei. Und ja, ich hoffe, dass dir wieder besser geht. Es ist ja im Moment gerade auch nicht so besonders bei dir mit der Gesundheit. Und insofern wünsche ich dir gute Besserung und jetzt mal guten Appetit. Ja, und ich hoffe, wir können bald mal wieder gemeinsam eine Tour machen. Und dann kannst du mir das ja mal zeigen, wie man es hier richtig macht. Aber im Horst seine Wurst, perfekt. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, damit habe ich heute Morgen auch nicht gerechnet, dass ich heute noch im Glattal sitze und so in der Sonne hier meine Würstle genießen kann. Man täuscht sich doch immer wieder mal so. Super. Ja, Freunde, das war's schon wieder. Ich bin voll gegessen. Der Himmel wird dunkler jetzt. Also ich werde schauen, dass ich schnell hier das Glattal wieder hochkomme und langsam wieder Richtung Heimat komme. So, ich müsste den Leinstätten jetzt rausgekommen sein. Hier muss ich wieder runter. Ihr seht, wir haben 20 vor 2 und ich fahre wieder runter an die Glatt und weiter Richtung Glatten. Ach, Grüntal, nach Hause. Inzwischen zieht auch starker Wind hier auf. Wie gesagt, der Himmel wird langsam nicht mehr grau, sondern schwarz. Ich habe jetzt mal Stufe 5 reingemacht. Dass auch mein Akku mal ein bisschen leer saugt. Sonst komme ich ja mit vollem Akku heim, das will ich ja auch nicht. Und ja, und ich schaue, dass ich hier schnell durchkomme, bevor tatsächlich noch ein Wetter kommt heute. Wobei Schnee tät mehr gefallen, da hätte ich meinen Spaß dran.
Und mein Landkreis habe ich ja inzwischen erreicht. Dann kann es ja nicht mehr allzu weit sein. Schade, dass hier kein Radweg ist, aber ist also okay. So arg viel Verkehr ist am Sonntag nicht hier. Ja, Freunde, in Stufe 5 bläst man hier richtig durch. Ich habe gerade Neuneck verlassen. Bin jetzt wahrscheinlich gleich auch in Glatten und von da ist ja nicht mehr weit. Ja, zu arg viel zu zeigen gibt es hier gerade nicht. Nur grau in grau, deswegen weiter Stufe 5 und Vollgas. Glatten habe ich erreicht und zu meinen Füßen sollte ich ja auch noch was sagen, wenn ich schon die neue Schuhe anhab. Also die Falke TK1 plus diese Schuhe hier hat sich heute absolut bewährt. Hab den ganzen Tag schön warme Füße gehabt. Es war jetzt auch nicht unbedingt Minusgrade, aber so wie es heute war, hat sich absolut bewährt. Habe ich nicht mehr dazu tun brauchen. Passt. Wenn es kälter wird, muss ich schauen, wie es ist. Aber bisher ideal. Inzwischen bin ich hier beim Viadukt zwischen Aach und Grüntal. Das heißt, ich habe es nicht mehr weit. Deshalb werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Für mich war es eine runde Sache, war nämlich eine Rundtour. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hätte wie immer sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Tour. Vielleicht im Schnee, vielleicht mit den Wanderschuhen, wie auch immer, schauen wir mal. Schönes Wochenende noch und tschüss.